In diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man eine Aufgabe zur Stromtellerregel auch im Online-Netzwerksimulator EasyEDA berechnen oder simulieren kann. Als Beispiel dafür soll mal die Aufgabe 33 aus unserem Aufgabenheft dienen, die wir alle in der Übung besprochen haben. Bevor man jetzt so einen Online-Netzwerksimulator oder generellen Netzwerksimulator verwendet, sollte man erstmal sich ein einfaches Beispiel suchen, das man auch von Hand noch rechnen und überschauen kann. Dafür ist das ganz gut. Hier vorne ist eine Stromquelle und dieser Gesamtstrom von der Quelle teilt sich jetzt mehrmals auf. Und gesucht ist ein bisschen die Spannung, die hier hinten über diesem Widerstand abfällt. Und um diese Spannung rauszubekommen, könnte man natürlich jetzt hier mit der Stromteilerregel diesen Strom I9 bestimmen. Und das kann man sich hier relativ schnell überlegen. Der Widerstand R8 und der Widerstand R9, die sind jeweils 2 Ohm groß, sodass sozusagen die beiden zusammen, der Widerstand R8, 9 zusammen, 2 Ohm und 2 Ohm auch wieder 4 Ohm sind. Dann haben wir 4 Ohm und zu den 4 Ohm parallel ist der Widerstand R7, das sind auch 4 Ohm. Das heißt, die beiden, also der Ersatzwiderstand und der sind gleich groß. Das heißt, der Strom, der hier auf diesen Knoten zufließt, den nenne ich mal den Strom I6, der teilt sich genau zur Hälfte auf. Also der Strom I9 wird genau die Hälfte von dem Strom I6 sein, weil diese Widerstände gleich groß sind. So, und dann haben wir 4 Ohm und 4 Ohm parallel. Das heißt, der Widerstand R7, 8, 9, die 4 Ohm und die 4 Ohm parallel ergeben zusammen wieder 2 Ohm und zu den 2 Ohm ist wieder der Widerstand R6 in Reihe. Das heißt, der Widerstand R6, 7, 8, 9, der ergibt zusammen wieder 4 Ohm. Und dann haben wir wieder 4 Ohm parallel zu den R5, was 4 Ohm sind. Das heißt, also von diesem Knoten aus Sicht von links hier gesehen sind die Ersatzwiderstände auch gleich groß. Das heißt, der Strom I4, der hier auf diesen Knoten zufließt, der teilt sich auch wieder zur Hälfte auf, sodass man eben den Strom I6 ausrechnen kann aus der Hälfte des Stromes I4. Und jetzt kann man so gucken, jetzt geht das immer so weiter. Also der Strom I2, der hier ankommt, die Widerstände sind auch dann wieder gleich groß, die Ersatzwiderstände, sodass der sich auch wieder zur Hälfte aufteilt. I4 ergibt sich zur Hälfte aus dem Strom I2 und auch ganz hier vorne der Strom I2 ergibt sich zur Hälfte aus dem Strom I, der von der Quelle kommt. Und das sind laut Aufgabenstellung 32 Ampere, die hier fließen. 32 Ampere. Das heißt, das hier sind dann noch 16 Ampere, weil es auf die Hälfte aufgeteilt wird. Das sind noch 8 Ampere, das sind noch 4 Ampere und das hier hinten sind dann noch 2 Ampere. Und 2 Ampere, die durch einen 2 Ohm Widerstand fließen, das macht nachher 4 Volt als Spannungsabfall an diesem Widerstand. So, und genau dieses Schaltbild soll jetzt auch mal hier in EasyEDA nachgebaut werden. Dafür habe ich hier schon mal ein leeres Schaltbild gezeichnet und das, was wir auf jeden Fall erstmal am Anfang brauchen, ist eine Stromquelle. Die packe ich hier mal rein und zoome mal ein bisschen rein, dass die Stromquelle ein bisschen größer wird. Und die müsste jetzt natürlich irgendwie erstmal gespiegelt werden. Und dafür gibt es hier oben was zum Spiegeln. Die spiegeln wir einmal vertikal, dass die den Strom nach oben schickt. So, dann brauchen wir Widerstände. Ein Widerstand R1 sozusagen als Querwiderstand, ein Widerstand R2 als Längswiderstand, R3 als Querwiderstand. Die ganzen Querwiderstände, die muss ich dann mal noch drehen. Mit der anderen Maustaste kann man das ein bisschen verschieben, das Schaltbild. Den Widerstand R4 wieder als Längswiderstand, R5 als Quer, R6 als Längs, R7 als Querwiderstand, R8 und schlussendlich den Widerstand R9. Wenn man hier genau in der Reihenfolge jetzt hier hinklickt, hat das den Vorteil, dass die alle schon mal die gleiche Nummer haben. So, der muss jetzt noch einmal gedreht werden. Wie rum man die jetzt dreht, ist eigentlich egal. Also die alle einmal drehen. Den Widerstand R7, oh, das war einmal falsch. Das war jetzt nur die Beschriftung des Widerstandes gedreht.
und hier nochmal den ganzen Widerstand drehen. So, dann kann man diese ganzen Widerstände erstmal verdrahten miteinander. Also einmal hier oben die Verbindung entlang, immer schön schauen, dass da sozusagen dieser Knotenpunkt erscheint, dann weiß man, dass man die auch wirklich miteinander verbunden hat. Ich gehe jetzt hier erstmal die äußere Masche lang, hier wieder zurück zur Quelle und die Querwiderstände verbunden. Und dann sieht man, wenn man jetzt die Anschlussdrähte miteinander verbindet, dann entstehen an den Knotenpunkten auch diese symbolischen Lötpunkte, sodass man weiß, dass da jetzt wirklich eine Verbindung zustande gekommen ist. So, mit der Escape-Taste kommt man wieder aus dem Modus raus. Jetzt haben wir schon mal die ganzen Widerstände. Jetzt bräuchten die alle mal noch den richtigen Wert. Also diese ganzen Querwiderstände hier, die sind alle 4 Ohm groß. Also muss da anstatt des 1 Kilo-Ohm muss da eine 4 hin. Einfach da draufklicken auf das Kilo und dann kann man das eben auf eine 4 ändern. Bis auf der letzte Widerstand hier, der ist 2 Ohm groß. Und die ganzen Längswiderstände hier oben, die sind auch alle 2 Ohm groß. Also einmal die alle schnell auf 2 ändern. Dann haben die Widerstände schon mal den richtigen Wert. So, dann fällt mir an der Stelle ein, dass wir etwas vergessen haben, aber das können wir noch ergänzen. Wir brauchen natürlich hinten noch ein Messinstrument, um den Strom zu messen. Also einmal auf das Messinstrument draufgeklickt. Und das brauchen wir jetzt natürlich irgendwo hier oben an dieser Stelle. Also packe ich das mal dahin. Und jetzt wäre es nicht schlecht, wenn wir hier das Schaltbild also noch ein bisschen erweitern, dass da noch das Messinstrument zwischenpasst für den Strom. Und jetzt lösche ich an der Stelle nochmal einfach mit Entfernen auf der Tastatur die Verbindung weg und verdrahte das Messgerät noch mit dazwischen, also dieses Multimeter. Und wenn man da drauf klickt, dann sieht man, dass das zwei verschiedene Modi hat. Einmal ein Voltmeter, um Spannung zu messen und einmal ein Ampermeter. Ich weiß nicht, warum da Amperometer steht, aber ich bin auch kein Anglist, sondern Ingenieur. Also das wird dann wohl schon den Strom messen. So, jetzt müssten wir der Quelle noch sagen, wie groß die sein soll. Da kann man hier einen Wert einstellen für den Gleichstrom. Das ist in unserem Fall 32 Ampere. Die erscheinen dann da auch. Und bevor man jetzt noch simuliert, bräuchte das Schaltbild noch irgendwo einen Masseknoten. Und naja, dass das hier unten sowieso alles irgendwie die Masse ist oder alles eine Durchverbindung ist, wäre es okay, das da irgendwo einfach anzuschließen, hier unten an die Quelle. Und diesen Masseknoten noch mal einmal zu verbinden. Ich glaube, es ist relativ egal, ob man jetzt diesen oder diesen Masseknoten nimmt. Die unterscheiden sich sozusagen nur durch die Darstellung des Symbols. So, damit hätten wir die Quelle, wir hätten alle Widerstände, wir hätten ein Messinstrument, um den Strom zu messen. Was man jetzt noch anschließen könnte, wäre sozusagen ein Spannungstastkopf, um die Spannung zu messen an diesem Knoten. So, dann klicke ich mal das weg und schiebe mal das hier noch ein bisschen zur Seite, so dass man jetzt das ganze Schaltbild mal sehen kann an der Stelle. Bevor man das jetzt simulieren kann, muss man das einmal speichern. Das nenne ich jetzt mal Aufgabe 33 Stromteiler. Und setze das auch schon mal gleich auf öffentlich, weil den Link dafür werde ich ja dann rumschicken und speichern. Und jetzt wird das Ganze gespeichert. Und jetzt kann man das hier oben mit diesem Knopf simulieren. Ich klicke das hier mal wieder weg. Und klicke das hier mal auch weg. Und gehe auf Simulieren. Und jetzt passiert was, was nicht so schön ist. Nämlich, ja, also das Simulationstool geht erstmal davon aus, dass wir jetzt hier transient im Zeitbereich simulieren wollen. Das wollen wir gar nicht. Wir wollen nur einen Gleichspannungsarbeitspunkt simulieren. Und das heißt, wir müssen mal diese Einstellung hier für die transiente Simulation ändern. Wir wollen nicht 10 Millisekunden simulieren, sondern nur einen Gleichspannungsarbeitspunkt, einen Operating Point. Dafür steht das OP. Aber wir sehen schon mal, das Multimeter zeigt uns trotzdem was Sinnvolles an, nämlich 2 Ampere, die dort fließen. Und wenn man jetzt nochmal auf Simulieren klickt, dann sieht man also in unser Multimeter 1, und wir haben ja nur 1 an der Stelle,
Da fließen halt 2 Ampere rein am Eingang und am Ausgang fließen auch wieder minus 2 Ampere sozusagen raus. Ja, also kann das Fenster nicht gleichzeitig zeigen. Und an dem Spannungstastkopf liegen 4 Volt an. Das sind nicht exakt 4 Volt und nicht exakt 2 Ampere, sondern so ein bisschen weniger. Das ist einfach sozusagen ein Rundungsfehler, numerisches Rauschen dieser Simulation. Ja, aber 2 Ampere rein, 2 Ampere raus aus dem Anschluss und hier die 4 Volt. Und das entspricht ja auch ziemlich genau dem, was wir vorher hier von Hand ausgerechnet haben. Also wird das so stimmen. Und jetzt kann man auf diese Art und Weise, wenn man das sozusagen mal für so ein einfaches Schaltbild validiert hat, mit diesem EasyEDA natürlich auch kompliziertere Schaltbilder berechnen und dann der Sache eigentlich genauso gut trauen wie hier.